Ich würde ganz gern mit dir beginnen, weil wir von dir heute jetzt noch nichts gehört haben. Wir beide als Ende unseres Architekturstudiums sind wir einmal ins Ausland gegangen. Bei mir war es der Südsudan, bei dir Bangladesch. Und ich kann einmal von meinen Erfahrungen kurz ausgehen in Afrika. Wir haben den Untertitel Neue Entwicklungen oder den Titel Neue Entwicklungen, den Untertitel Nischenprodukt versus Massenbaustoff. Ich habe in Afrika so die Erfahrung oder den Eindruck gewonnen, dass dort der Lehm zwar nach wie vor ein Massenbaustoff ist, im Großteil der Bevölkerung, aber die aktuelle Entwicklung eigentlich hingeht, dass der Lehm so in einer Nische verschwindet. Wie sind deine Erfahrungen damit jetzt in Ländern wie Bangladesch, China und so weiter? Und vor allem auch, wie siehst du die Situation hier vor Ort? Gibt es da Parallelen zu Bangladesch, China oder gibt es große Unterschiede? Ja, guten Morgen alle miteinander. Ich denke, dass der in Bangladesch sehr ähnlich ist wie im Südsudan. Aber es hat sich, also ich war jetzt eigentlich jedes Jahr dort und ich habe das Gefühl gehabt, wie heuer dort war, jetzt hat sich wieder so was aufgetan. Also jetzt ist wieder Schwung dahinter und es entstehen jetzt wirklich von bengalischen Kolleginnen und Kollegen wirklich tolle Projekte und es wird jetzt schon durchaus anders gesehen. Was jetzt einfach noch fehlt, ist ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, ja, der Lehm ist für Entwicklungsländer und ihr baut es mit Beton und so. Also ich denke, was wo wir nicht drum rumkommen, ist, dass wir hier einfach auch beweisen, dass es ein unheimlich wertvolles Material ist. Und ich glaube, so Projekte wie jetzt zum Beispiel das, ach Gott, wie heißt das, Abkürzung ist KWC, aber es heißt Königliches Kultur World Cultural Center in Saudi-Arabien, hilft es mir, hat der Martin gebaut. Genau. Und da ist es natürlich spannend. Normalerweise, die Bangladeschis kommen nach Saudi-Arabien, bauen dort mit Stahl und Glas und dann kommen sie zurück nach Dhaka und versuchen da irgendwie Little Dubai oder Little Doha oder was es immer so zu kopieren, was natürlich mit sehr geringen Mitteln passiert und auch irgendwie natürlich vom Klima her überhaupt nicht funktioniert. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, die kommen auf eine Baustelle nach Saudi-Arabien, eine königliche Baustelle und da müssen sie auf einmal Stampflehmwände produzieren. Und Martin hat ja die Technologie so angepasst, dass es mit sehr viel Manpower passiert, also jetzt wenn andere Technologie also hier verwendet. Und das sind natürlich so spannende Projekte. Ich glaube, da geht viel Umdenken vor sich, wo man dann irgendwie dann hofft, dass das dann auch wieder Auswirkungen hat auf diese Länder. Und siehst du da jetzt Parallelen zur Situation in Österreich oder Parallelen, Unterschiede? Parallelen weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hängt es zusammen. Also ganz, ganz bestimmt hängt es zusammen, weil die schauen natürlich ganz genau, was wir hier bauen. Und wenn jetzt zum Beispiel Herzog Dömeron in Peking da sein Bird's Nest macht mit enormen Stahlressourcen, mehr als jedes andere Stadion verbraucht, dann ist das ein Zeichen. Und wenn Ricola das Kräuterzentrum mit Lehm gebaut wird, ist das auch ein Zeichen. Und das wird natürlich stark beobachtet in diesen Ländern, das ist keine Frage. Ich glaube, deine Motivation, mit Lehm zu bauen, ist zumindest mir recht klar. Ich weiß nicht, wie es deinem Publikum so geht. Ist für euch anders Motivation eine Frage oder ist das klar? Es gibt einen TED-Talk, da ist in Kürze alles zusammengefasst, also TED.com und dann findet man in Kürze die Zusammenfassung von meiner Arbeit. Danke. Andi, bei dir habe ich jetzt den Blick oder den Eindruck, dass die bauphysikalischen Vorteile vom Lehm oder die Eigenschaften eine sehr, sehr große Rolle spielen. Kommt die Motivation auch aus dem heraus? Ursprünglich kam die Motivation vom Nutzer. Also ich finde, dass der Lehm einfach extrem hohe Qualitäten im Innenraum erzeugen kann. Und erst im zweiten Schritt, wenn man sich mit diesem Lehm, mit dem Baustoff Lehm genauer beschäftigt, kommt man auch drauf, dass die bauphysikalischen Funktionen mit diesem Baustoff auch übernommen werden können. Aber ursprünglich war die Motivation, einfach einen Innenraum zu schaffen, der schon die bekannten Eigenschaften hat, der halt Feuchteregulierung kann, der schöne Speichermasse hat, schöne Oberfläche hat. Also aus diesem Gestaltungsanspruch und aus dem Raumklimaanspruch heraus habe ich mit Lehm angefangen und bin dann über viele Projekte, weil ich in den letzten Jahren ja fast ausschließlich mit Holz und Lehm gearbeitet habe, draufgekommen, dass der Baustoff ja viel, viel mehr kann. Du hast gerade den Nutzer
kurz angesprochen, vom Nutzer bzw. die Bauherren. Jetzt einmal eine Frage, wie findet man Bauherren, die sowas bei ihrem Dachgeschossausbau machen möchten? Naja, alle meine Bauprojekte würde ich jetzt mal in die Kategorie Nische einordnen und kann mich nur bei jedem Bauherrn bedanken, dass er den Weg mitgeht. Es wird natürlich viel experimentiert und ausprobiert und im Vorfeld auch viel Recherche betrieben von mir und ist auch gut erklärt. Und dann ist das Vertrauen des Bauherrn da und dann wird das Ganze halt dann umgesetzt. Und ohne dem würde es nicht funktionieren. Und mit jedem Projekt, das man macht, hat man wieder neue Erfahrungen für das nächste Projekt, klarerweise. Ne? Du hast gerade die Kategorie Nische angesprochen. Ist die Patentierung vom Bausystem, ist das jetzt einfach ein Versuch, von der Nische herauszukommen, das Ganze massentauglicher zu machen? Ja, das Bausystem kommt stark aus dem Holzbau heraus. Also, mit dem Holzrahmenbau mich relativ viel beschäftigt, finde es eine interessante Konstruktionsart, aber mit vielen Schwächen. Aus dem heraus ist dieses Forschungsprojekt dann entstanden. Und man wird sehen, ob es einen Erfolg haben wird oder nicht. Also ich werde es auf jeden Fall jetzt probieren. Und aber das ist klar, also wenn es umsetzbar ist, dann soll es in die Breite gehen, klarerweise. Weil es ist ja auch genauso mit dem Lehmestrich. Es gibt unterschiedliche Formen, wo Lehm im Fußboden verwendet wird. Hier habe ich jetzt eine eigene Form entwickelt und das sind einfach interessante Ansätze, wenn man mit einem Baustoff, mit einem natürlichen Baustoff, andere Baustoffe ersetzen kann. Das ist natürlich schon was. Und damit auch das Raumklima gleichzeitig verbessert. Ne? Geht es da von dem her von Nische oder Massenbaustoff aus deinem Blick her in Richtung, oder könnte es in Richtung eine Verindustrialisierung von Baustofflehm geben? Es gibt jetzt generell zwei Ansätze. Das eine wäre die Möglichkeit, dass man sagt, man industrialisiert den Lehm mehr, man schaut, dass man das mehr professionalisiert, um mehr Firmen zu haben, mehr Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, man entprofessionalisiert das Ganze, geht jetzt mehr in Richtung Selbstbau, um damit eine Breite zu erreichen. Ja, das ist nicht mein Ziel. Also ich denke, das sollte in den industrialisierten Prozess eingegliedert werden, weil also ich als Planer stoße sehr oft an die Grenzen, dass ich von der Industrie keine Baustoffe zur Verfügung gestellt bekomme oder zumindest keine entsprechenden Prüfungen und Zertifikate zur Verfügung bekomme, um das einzusetzen. Und das sind jetzt halt hier im privaten Bereich Möglichkeiten, aber das ist prototypisch zu sehen, aber es muss natürlich rauskommen und dafür müsste von der Industrie viel, viel mehr getan werden. Wenn man zum Beispiel, dann hätte es auch der Planer leichter, wenn man Trockenbausysteme hernimmt, findet man ein, zwei Aufbauten, die zum Teil auch noch unterschiedliche Schallschutzwerte angeben und wenn man dann eine Trennwand braucht, gibt es die schon nicht mehr. Also wir haben jetzt bei einer Schule in Wien, die Rudolf-Steiner-Schule, die ich mit ITU und Tifaler gemeinsam mache, sind wir immer wieder an die Grenzen gestoßen, haben dort aber einen privaten Bauherrn, so dass wir dort jetzt mit Holz und Lehm sehr viel umsetzen können. In einer öffentlichen Schule wäre das unmöglich, weil uns der entsprechende Rückhalt fehlen würde. Also da ist meiner Meinung nach ganz, ganz viel Arbeit zu tun, um den Plan es zu erleichtern und dann wird es auch mehr in die Breite gehen, weil den Aufwand, den ich betreibe, den machen sich ja viele Planer, die Arbeit machen sich die viele Planer ja nicht. Ne? Zum Aufwand, jetzt die Forschungsprojekte, hast du da irgendwelche Forschungsinstitutionen, mit denen du zusammenarbeitest? Gibt es Förderungen? Oder ist das? Nein, ich bin da irgendwie ein bisschen reingerutscht auch, weil Ausgangspunkt war dieses Lehmhaus in Mitterritzbach, wo dann das dort in der lokalen Politik auch sehr reflektiert wurde und die sind auf mich zugekommen und der Bürgermeister hat gemeint, lass uns doch beim Land anfragen, ob wir nicht ein Forschungsprojekt machen könnten und so hat sich das irgendwie das eine und dem anderen entwickelt und kam dann dazu und die niedersächsische Wohnbauforschung hat sofort Geld zur Verfügung gestellt und so kam ich dazu und mich interessiert natürlich dieser Forschungsanspruch auch sehr stark. Aber da müsste man das ein bisschen mehr institutionalisieren und auch auf universitäre Ebene führen. Ne? Wie ist das bei euch beiden mit dem Forschungsanspruch, mit der Innovation, sich weiterzuentwickeln? Also ich möchte nochmal kurz dazu eingehen, ob jetzt das jetzt eher, also für mich in meinem Arbeitsbereich, das jetzt hauptsächlich eigentlich
eher in Asien oder in Afrika. Für mich ist der emanzipatorische Ansatz schon sehr wichtig, dass man das Wissen vermittelt und dass man den zum Selbstbau eigentlich die Leute wieder befähigt oder halt einfach das, was sie schon können, einfach zu verbessern. Und für mich persönlich ist für mich völlig in Ordnung, wenn meine Gebäude irgendwann am Kompost enden, aber was ich möchte, ist, dass das Wissen übrig bleibt, dass man es einfach besser noch wieder aufbauen kann und dass das, also das Wissen ist für mich eigentlich wesentlich wichtiger als die Materie. Und jetzt nochmal kurz zu meiner Motivation zurück. Ich bin wahrscheinlich einfach da von einer anderen Ecke herkommen, weil ich zuerst in der Entwicklungszusammenarbeit war und meine Leidenschaft für Entwicklung, egal wo auf der Welt, ist genauso stark wie meine Leidenschaft zur Architektur. Und der Lehm ist eigentlich das, ist für mich das fantastische Bindeglied zwischen der Entwicklung und der Architektur und der architektonischen Gestaltung gewesen, weil das genau das Material ist, das erstens mal überall vorhanden ist und zum anderen wirklich so gesund ist für den Menschen, für die Umwelt. Und für die Gesellschaft, weil es Arbeitsplätze schafft und natürlich darüber hinaus auch noch wunderschön ist. Und das ist für mich einfach das Fantastische an diesem Material und da kommt meine Motivation davon her, damit zu arbeiten. Und ich denke, dass wir viel mehr Open-Source-Geschichten auch brauchen, dass die Leute wirklich auch mehr das Wissen holen können. Klar, wenn man die Zeit nicht hat, dann ist es wichtig, dass man sich Dinge kaufen kann, auch als Architekt, aber ich denke, wir müssen schon auch viel mehr neu in Open Source gehen, dass die Leute das wirklich sich auch, die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, auch wirklich selber Zugang dazu haben. Und wenn, Anna, wir haben gerade in der Pause vorher kurz drüber geredet, das Schöne ist, wenn man es wegwerfen muss, man kann es ja wieder neu zusammenmischen, neu verbauen, das ist beim Beton um einiges schwieriger. So ist es, das Lehm ist ein geduldiges Material, das habe ich auch, ich meine, das waren ja meine Anfangsstücke da auch in Rotorpur und dann kann ich mich erinnern, da haben wir mal ein Fenster vergessen, was heißt vergessen, der Bauherr wollte ursprünglich das als Lagerraum haben und gesagt, alles hermetisch zu und dann ist er drin gestanden und hat sich gedacht, na, das könnte eigentlich doch ein schönes Büro sein und dann haben wir halt einfach das Fenster rausgemeißelt und das, also halt feucht gemacht, rausgemeißelt und das ist natürlich was herrlich funktioniert oder halt wenn man einfach zu früh wegschlagt und so wieder zubicken und ich meine, das ist wirklich so gesehen ein sehr geduldiges Material, man braucht halt Zeit. Du hast vorher gesagt, du bist da ein bisschen so reingerutscht, sage ich einmal. Hast du irgendwann den Punkt gegeben, wo du gesagt hast, jetzt hänge ich mich beim Lehm wirklich ein, jetzt ist das der große Schritt, wo ich mich dafür spezialisiere? Naja, ich habe mich für die Baustoffe Lehm und Stroh schon sehr, sehr früh interessiert. Aber das, der Knackpunkt war bei mir sicher 2005 dieses Lehmhaus in Mitterritzbach. Das ist ein altes 150 Jahre altes Gesetzeslehmbauhaus gewesen, das wir transformiert haben. Mein Ansinnen war, dort zu schauen, was kann man mit dieser alten Bausubstanz tun und wie kann man sie transformieren in die heutige Zeit. Das ist sehr gut gelungen und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie mit Lehm umzugehen ist, vor allem was Lehm kann und wie das Bauen einfacher wird mit Lehm. Also dieses Lehmhaus in Mitterritzbach hat zum Beispiel keinerlei Abdichtungen bekommen am Sockel, weder vertikale noch horizontale, sondern der gesamte Aufbau ist so, dass die Feuchtigkeit gemanagt wird. Und das funktioniert jetzt seit 2007, über 10 Jahre. Und die Beobachtungen sind so, dass dort keine Fugenbildung im Boden stattfindet, also das System funktioniert. Und wesentlich ist halt nur die Baustoffe auf dieses Baustofflehm abzustimmen, auch auf die Eigenschaften vor allem abzustimmen. Also man muss sich sehr viel mit den Eigenschaften dieses Baustoffes konstruktiv und bauphysikalisch auseinandersetzen. Und dann erkennt man einfach, dass man mit diesem Baustoff viele Sachen ersetzen kann. Also ich bin überzeugt davon, dass man damit sehr viel einfacher bauen kann. Ne? Wie schwierig oder wie aufwendig ist es dabei dann, die richtigen Firmen zu finden, also jetzt einerseits bei der Sanierung und andererseits auch eine Firma zu finden, die sagt, ja, wir machen jetzt luftdichte Anschlüsse aus Flachs- und Lehmschlemme. Ja, ich habe da komischerweise weniger Probleme gehabt. Also am Anfang 2005 war es etwas schwierig, noch Firmen zu finden. Ja, es ist dann gelungen und es gibt ja in Ostösterreich Roland Meingast und viele Leute, die extrem viel Erfahrung haben mit Lehm. Das ist jetzt seit 1980 gibt es hier eine ganze Riege von Leuten, die sich mit diesem Baustoff beschäftigt haben, die Tausende von Quadratmetern verputzt haben und dieses Know-how kann man ja anzapfen.
Und wenn man sich mit diesen Leuten dann unterhält und dann eine Handvoll Handwerker findet, die das umsetzen können, dann funktioniert das schon. Ne? Hast du da eben beim Wissensaustausch, die Anna hat gemeint, man sollte mehr in Richtung Open Source gehen und so weiter. Hast du da irgendwo Probleme gehabt, wo jemand das Wissen nicht auslassen will oder so? Oder ist das Problem? Ja, ich habe eher das Problem gehabt, dass das Wissen verloren ist. Ja, diese ganzen alten Baumeister, deren Väter noch Lehmhäuser gebaut, diese alten Lehmhäuser gebaut haben, wussten nichts über diese Häuser zu berichten. Also ich glaube, dass Wissen besser gebündelt gehört auf alle Fälle. Es gehört meiner Meinung nach sowas Ähnliches her, wie Dataholz beim Holzbau ist, irgendwo Plattformen, wo Details abrufbar sind, wo Details hinterlegt werden können, wo man Austausch finden kann. Also ich finde das ein bisschen schade und meine Meinung ist, das gehört die Breite, das gehört in vielen Bereichen zu einem Massenbaustoff gemacht, weil es einfach schade ist, diese Qualität dieses Baustoffes brachliegen zu lassen. Also ich denke, dass da sehr viel Potenzial ist und man muss dann auch den Planern irgendwie Unterstützung bieten, sonst funktioniert es nicht, weil ich finde es gut, wenn man sich mit diesem Baustoff auseinandersetzt. Ich habe mich auch viel mit dem Baustoff auseinandergesetzt, habe allerdings nie ein Lehmputz- oder Stampflehmseminar gemacht. Aber irgendwie gibt es auch einfach Beobachtungen wie so ein Raum funktioniert. Und wenn man reinkommt in ein Haus, das komplett aus Lehm gebaut ist, oder der Dachboden, der mit Lehm gebaut ist, sind andere klimatische Verhältnisse, spürt man sofort. Und wenn man dem mal auf den Grund geht und schaut, was steckt dahinter und was sind die Eigenschaften und die Ursachen, warum das so ist, dann sind das sehr interessante Dinge und die gehören natürlich ausgetauscht. Ja. Das ist sicher schade. Gerade das Stichwort Holzbau gefallen, Dataholz. Gerade im Holzbau gibt es jetzt in Österreich die Situation, dass der Holzbau sehr am Aufholen ist, eben nicht zuletzt zum Beispiel durch ProHolz, Dataholz und ähnliche Initiativen und Plattformen. Frage an alle drei, seht ihr für den Lehmbau da ein ähnliches Potenzial? Der Lehmbau hat sicher eine gute Zukunft und zwar dann besonders, wenn die CO2-Steuer kommt und die wird ja hoffentlich irgendwann einmal kommen. Und dann schaut es schlecht aus für den Ziegel, Entschuldigung. Aber wie Sie gesagt haben, es braucht Feuer und es ist natürlich, und da denke ich, wird sich die Branche schon auch, also werden sicher andere auch noch folgen. Und da bin ich überzeugt davon. Mein Beton ist ein bisschen gemein, weil der ja die Asche mit reinmischen kann. Also der wird sich noch irgendwie mit so Müllverbrennung irgendwie noch ein bisschen da in der CO2-Bilanz ein bisschen durchschmuggeln können. Aber ganz sicher hat dann der Lehm viel mehr Chancen, wenn dann einfach irgendwie die menschliche Arbeitskraft hoffentlich einmal anders bewertet wird, wie das CO2. Und dass das kommt, davon bin ich überzeugt. Aber wir müssen ein bisschen dafür kämpfen. Also das muss klar sein, wenn ein Wirtschaftssystem, das eine Bauweise nicht unterstützt, die sozial gerecht ist, die ökologisch ist, die gesund ist, dann muss dieses Wirtschaftssystem schlichtweg geändert werden, weil Kapitalismus ist keine Naturgewalt, ist von Menschen geschaffen und wir können ihn auch wieder abschaffen.